Hallo liebe Freunde, hier ist mal wieder André Maywald von der Klavier- und Flügelgalerie Maywald vor unserem 1881er D-Flügel in Wurzelholz. Hier sehen wir jetzt die fertig gehobelten Stege. Unser lieber Geselle Daniel hat uns diesen Arbeitsschritt verheimlicht, indem er diesen Arbeitsschritt gemacht hat, als wir nicht da waren. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht genauer zeigen, aber jetzt sind die Stege alle auf Höhe gehobelt. Das heißt, es ist der sogenannte Druck gerichtet. Das Verhältnis zwischen Höhe der Resonanzbodenstege und der Höhe der Gussplatte. Und jetzt sieht man hier, dass schon die Befestigungslöcher für die Stegdoppel sind schon alle ausgefüllt. Da kommt nachher noch eine kleine feine Ahorn Holzkappe drauf. Und der nächste Schritt ist dann das, was wir früher schon gesehen haben in Alt, ganz neu, diese Bohrungen, die Abstiche und die sogenannten Stechstifte. Das ist jetzt dann der nächste Arbeitsschritt, bei dem wir auf jeden Fall dabei sein werden. Das verspreche ich euch, liebe Freunde. Hier sieht man jetzt, wie die sogenannten Chore angezeichnet werden. Das heißt, nach einem speziellen Verfahren von der Agraffe aus immer die mittlere Seite quasi gibt das Chor an, weil wir nachher für die Breite der einzelnen Chore, sprich der einzelnen Töne, so Stanzeisen haben, mit denen wir das dann innerhalb der Stege markieren. Hier zeichnet sich Daniel gerade an, wo welche Saiten sitzen müssen, damit es am Ende auch quasi immer mittig ist, das Chor, dass alle Chore auf dem Stechdoppel gleichmäßig verteilt sind. So, jetzt wird ein Chor weitergegangen, der Bindfaden dementsprechend leicht stramm gezogen und dann immer dort hinten an den Anhängestift gelegt, wo auch die Saite nachher umlaufen würde, sodass man immer genau auf die Mitte des Chores kommt. Das wird jetzt durchgängig für den ganzen Flügel so gemacht. Dabei ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht vertut, nirgendwo was falsch reinsteckt oder falsch anlegt, weil das in Bezug auf die Gleichmäßigkeit der Abstiche nachher natürlich tödlich wäre. Also vertun ist hier nicht retuschierbar. Jetzt zeichnet Daniel die einzelnen Chormitten an. Hier ist auch immer wichtig ein schöner, sehr, sehr feiner, spitzer Bleistift. Zeichnung jetzt vom Diskant so langsam in die Mittellage. Und je weiter man nach hinten kommt, umso schräger in Anführungsstrichen werden auch die Chore. So, jetzt sind auch schon die Chorabstiche angezeichnet, die sich auch in einem bestimmten Verhältnis bewegen. Und da ist das Ankörneisen gekauft bei Jan Piano Teile und damit körnt Daniel jetzt die einzelnen Chore an. Wir haben Ankörneisen in verschiedenen Breiten entlang des Steges, sodass man dann für
verschiedene Stegabteilungen, verschiedene Ankörneisen nehmen kann. So, hier sehen wir jetzt den fertig angekörnten Steg. Und da liegt auch schon die Bohrmaschine, mit der nun alle diese kleinen angekörnten Löcher gebohrt werden. Das auch in verschiedenen Stärken, weil je weiter man in die Mittellage bzw. in den Bass kommt, desto stärker werden auch die Stegstifte. Und hier sieht man jetzt sehr fein, wie Daniel diese Löcher bohrt, wo anschließend die neuen Stegstifte reingeschlagen werden. Das Ganze muss auch mit einer bestimmten Schräge gebohrt werden, damit nachher die Seiten, die an diesen Stegstiften entlanglaufen, einfach sehr schön eingespannt werden. Also beim hinteren Teil des Steges sieht man jetzt, wird es von rechts schräg nach unten gebohrt und wir sehen auf der anderen Seite, dass es dann genau seitenverkehrt gebohrt wird. So, jetzt wird die sogenannte Stegkappe graffitiert. Das heißt, bevor die Stege abgeschrägt oder abgestochen werden, wird das Stegdoppel mit einer Graphitbeschichtung versehen, die nachher dafür sorgt, dass die Seiten sich beim Stimmen auf dem Steg auch nach wie vor noch bewegen können. Das heißt, sich nicht ganz stramm zwischen die Stegstifte einquetschen, sondern dann auch vor- und zurückgleiten können, wenn man rauf oder runter stimmt. Jetzt sieht man hier auch sehr schön, dass das Graffitieren halt nur gilt für zwischen den Stegen und dort, wo die Abstiche verlaufen. Das sieht man gleich noch sehr, sehr viel schöner, wenn Daniel das Stegdoppel dann tatsächlich absticht. Aber er weiß hier schon ganz genau, was er macht. So sparen wir halt auch ein bisschen was von dem Graphitlack. Weil alles das, was Daniel da jetzt nicht anmalt, wird halt abgestochen. Jetzt sägt er die sogenannten Stegabstiche ein. Die werden jetzt bis zu einer gewissen Tiefe schräg runtergesägt, so wie der eigentliche Abstich dann nachher mit dem Stecheisen auch vorgenommen wird, sägt er das jetzt hier schräg ein. Man kann sehr schön sehen, dass er auch eine Tiefenbegrenzung auf der Säge aufgebracht hat. So eins nach dem anderen, und wenn dann der komplette Steg gesägt ist oder angesägt ist, dann wird anschließend jetzt dann mit dem sehr, sehr schönen, scharfen Stecheisen der sogenannte Abstich vorgenommen. Max und Moritz voller Tücke sägen in die Brücke eine Lücke.
So, das sind jetzt die sogenannten Abstiche. Man nehme ein sehr, sehr schönes, scharfes Stecheisen und steche dann die sogenannten Abstiche von der Stichmitte weg nach unten ab. Sieht man, das wird also bis mittig, wo die Stechstiftbohrungen sind, wird bis mittig zu diesen Bohrungen abgestochen, damit quasi nachher, wenn die Seite dort wieder in den Stehstiften liegt, die komplette Seitenlänge frei klingen kann. So, und so langsam kann man erahnen, wie das Ganze wieder aufersteht. Aus dem zerrissenen Steg, der er vorher war, zu einem wieder völlig intakten Klangsteg mit genau den richtigen Maßen, dem richtigen Holz und der richtigen Qualität. So, und das macht der Daniel jetzt für den kompletten Klangsteg, inklusive des Basssteges, der etwas anders abgestochen wird, aber vom Prinzip her ist das alles das Gleiche. Und zuletzt werden dann noch die Stechstifte eingeschlagen. Das zeigen wir euch in einem nächsten Video. Und dann können wir langsam anfangen und die akustische Anlage des Flügels wieder zusammenzusetzen. Den fertigen Klangstich werden wir euch dann auch nochmal zeigen. So, das ist der Bassstich, die letzten Abstiche, der Übergangssteg. Handgemachte Qualität.